Michael O. aus M. hat es uns schon schwieriger gemacht. Wir wissen nicht, hinter welcher Collectors Edition er sich verbirgt. Ah, es war die mittlere. Und mit dieser Monty Python-Anspielung, die sich keiner mehr erinnern kann, willkommen zum Unboxing zu World of Warcraft Legion zur Collectors Edition. Und ich habe diese Collectors Editions hier nicht grundlos nebeneinander gestellt, denn ihr seht, das ist wieder das gleiche schöne Format. Also ihr Sammler könnt da bedenkenlos zugreifen. Sieht im Schrank genauso gut aus. Ich packe aber jetzt hier mal die anderen Spiele zur Seite und wir wollen es ja nur angucken, was in der Legion-Box drin ist. Die kostet UVP 79,99. Es gibt das Ganze nochmal als digitale Edition für 59,99. Dann fehlen euch aber natürlich eine ganze Menge. Mach das Ding hier mal auf. Und sehen wir schon, da kommt uns schon das erste Goodie entgegen, nämlich das Artbook, die Kunst von World of Warcraft Legion. Ich reiße das jetzt hier mal auf. Bisschen schwierig. So. Und wie man das eigentlich von Blizzard so gewohnt ist, es würde mich echt überraschen, wenn das jetzt nicht sehr hochwertig innen ist. Ist schon gebunden, Hardcover, Artworks ohne Ende. Ich zeige das hier mal ganz kurz in die Kamera. Dann kann man das so ein bisschen sehen. Also überall auch so Textanmerkungen dazu, großflächige Zeichnungen. Ganz, ganz toll. Also für World of Warcraft-Fans auf jeden Fall ist es das wieder wert hier. Ich finde das Format auch richtig gut. Das macht sich ganz nett. Es sind insgesamt spicky 176 Seiten. So, hätte ich auch einfach nachgucken können. Ich lege das hier mal zur Seite. Wir kommen zum nächsten Inhalt. Einer Plastiktüte. Nein. Einem Mauspad World of Warcraft Legion. So sieht das aus. Ich bin jetzt kein E-Sportler, aber das ist jetzt halt eher so nicht das allerhochwertigste Ding. Also, weiß nicht, ob man damit irgendwie in der ESL groß rauskommt, aber es hat zumindest ein nettes Motiv und ein Mauspad. Mein Gott. So. Als nächstes haben wir hier den Soundtrack. Der ist wieder auf CD mit dabei. Das ist sehr vorbildlich, weil ja ganz oft diese Soundtracks nur als Download-Code in der Hülle drin sind. Ihr glaubt mir wieder nichts, deswegen reiße ich den mal ganz kurz auf, dass der auch wirklich auf CD drin ist, beziehungsweise könnt ihr mein dummes Gesicht sehen, wenn er nicht auf CD da drin ist. So. Und der Soundtrack ist drin. Eine CD, insgesamt 18 Tracks, Musik aus dem Spiel. Sehr, sehr schön. Kann man sich dann auch mal, wenn man Freunde da hat, kann man das auflegen. Stimmt auf jeder Party, ein absoluter Knaller. Dann die Standard-Edition des Spiels ist hier mit drin. Reiße ich jetzt auch einfach mal auf. Und was ist da drin? Eine DVD und dann muss ich jetzt hier meine Daumen irgendwie draufhalten. So sieht das aus. Also DVD eine, Spiel-DVD. Und dann ist hier lauter Kleinkram drin, nämlich eine Kurzanleitung. Das braucht niemand. Dann ist hier sind digitale Bonusinhalte drin. Mal kurz gucken, dass ich das so reinhalte, dass ihr das nicht sehen könnt. Ja, genau. Also eine kostenlose Heldin, Jaina Proudmoore und für Hearthstone kostenlose Karten. Wie halte ich das jetzt am besten hin? Moment. Ich baue mir jetzt hier einen ganz geschickten Sichtschutz. So irgendwie. Also das ist hier auch mit in der Schachtel. Könnt ihr dann also einlösen. So. Und dann sind wir schon fast unten angekommen. Eine schöne Sache ist nämlich noch drin. Hier ist eine weitere DVD-Hülle mit einem Making-of- bzw. Behind-the-Scenes-Film. Auch das kennt man ja schon aus vorherigen World of Warcraft-Editionen. Da sind nämlich jetzt hier zwei Blu-ray-Discs drin: einmal Behind-the-Scenes, und also einmal ist es eine DVD und einmal eine Blu-ray, so rum. Mit Making-of-Dokumentationen über das Spiel. Also alles sehr schön. Wenn ihr jetzt eingeschaltet habt und vielleicht die letzten Monate im Koma verbracht habt, das ist genau das Gleiche, was auch in der Warlords of Draenor Edition drinnen war. Also den Inhalt hat Blizzard hier einfach größtenteils übernommen. Finde ich aber für den Preis, also 79,99 für den ganzen Krempel, ist eigentlich echt fair. Und wenn man das alles nicht haben will, dann kann man ja immer noch die digitale Deluxe-Edition nehmen. Was hier aber in dieser Box noch drin ist, aber unsichtbar ist, weil es digitale Inhalte sind, sind folgende Dinge. Es ist zum einen für World of Warcraft der Teufelspirscher, der Illidari und Knurps als Pet mit dabei. Also die kann man dann in World of Warcraft freischalten. Für Heroes of the Storm gibt es dann den Teufelspirscher, für StarCraft 2 gibt es
naja, was es da für StarCraft 2 immer gibt, Porträts. Und für Diablo 3 ein neuer Flügelsatz, ein Flügel und Helm, so im Dämonenjäger-Dämonen-Stil. Diese ganzen Inhalte könnte man auch kriegen, wenn man einfach nur die digitale Deluxe-Edition kauft. Die kostet eben 59,99. Dann gibt es aber keine digitale Version von diesem Making-of und es gibt auch nicht irgendwie eine PDF-Variante von diesem Artbook. Darauf muss man halt dann verzichten. Das war's soweit vom Unboxing. Mehr zu World of Warcraft Legion lest ihr natürlich auf GameStar.de und bei uns im YouTube-Kanal. Und wenn ihr diese Box hier gewinnen wollt, wenn ihr große WoW-Fans seid, dann haltet in der kommenden Woche ab Freitag die Augen auf, denn auf der GameStar.de gibt es dann eine Verlosung. Da könnt ihr die Box hier gewinnen. Bis bald!